Leute, was geht ab? Mein Name ist Tim Schröder und ich bin hier beim Giovanni zu Hause und wie schon angekündigt in den letzten Videos bzw. auch in Snapchat, werde ich jetzt ein Video mit dem Giovanni machen und erstmal so die Frage vorab an dich, wer du überhaupt bist, damit meine Zuschauer Bescheid wissen, was hier überhaupt gerade los ist. Ja, ich bin Giovanni Misahini, ich bin auch so gesagter YouTuber, ja. Habe im März dieses Jahres 2015 ein Video hochgeladen, wo es darum ging, um meine Transformation. Und der Tim ist eigentlich im Gesamten her länger im Geschäft momentan, aktuell. Ich war zwar schon 2004, habe da Videos gedreht, aber aktuell ist der Tim einfach momentan schon ein paar Monate voraus mir. Ja. Sonst, wie gesagt, gibt es zu mir nichts mehr viel zu sagen eigentlich. Daher. Wie gesagt, also ich werde jetzt hier halt dem Giovanni so ein paar Fragen stellen, weil ich auch finde, dass das für euch einen richtig krassen Mehrwert hat. Also wie gesagt, der Giovanni hat eine richtig krasse Transformation hinter sich und die werde ich auch mal unten in der Infobox verlinken, damit ihr euch die angucken könnt. Und jetzt einfach mal vorab halt an dich die Frage, was für dich so maßgeblich in deiner Transformation war. Also du hast ja dann deine Ernährung krass umgestellt, du hast angefangen zu trainieren und so weiter, was da wirklich wichtig war, um halt jetzt im Endeffekt dieses Ergebnis zu haben. Ja, was war wichtig? Prinzipiell ist es wichtig, dass man grundsätzlich erstmal einen gewissen Ehrgeiz hat, ja, eine gewisse Disziplin auch hat, um überhaupt diese Fahrten zu machen, weil das natürlich nicht immer einfach ist innerhalb der Diät. Man fängt immer an, das ist immer einfach. Aber das dann durchzuziehen über mehrere Wochen, ist dann schon sehr schwer. Und da muss man einfach vom Prinzip her, wie gesagt, hart arbeiten. Man braucht auch vielleicht einen Trainingskollegen oder Leute, die dahinter stehen, die da einen unterstützen. Gerade wenn es in die Phase geht, wenn man einfach keine Lust mehr hat. Wenn man einfach, wie gesagt, dann schon gern ein bisschen mehr essen möchte und sowas. Oder auch, wie gesagt, mal nicht trainieren möchte. Das sind so Situationen einfach, die dann schon das alles sehr, sehr schwer machen. Und was genau, also hast du dich an eine spezielle Sache in der Diät gehalten? Also hast du jetzt die Kartoffeldiät gemacht oder die Reisdiät oder hast du wirklich Low Carb gemacht oder was genau hast du gemacht? Ja, ich habe jetzt nicht mir jetzt im Internet geguckt, was kann ich für Diäten machen. Also wie du schon sagtest, ja, eine Suppendiät oder eine Fettdiät oder Low Carb. Es ist im Endeffekt schon so, dass ich eine Low Carb Diät gemacht habe, wenn man das nach diesen ganzen Broschüren geht, weil ich habe einfach so gemacht, dass ich für mich persönlich die Kalorien reduziert habe. Wenn ich abnehmen möchte, muss ich den Kaloriendefizit erreichen. Das heißt, ich muss gucken, wie viele Kalorien ich wirklich noch brauche und wie viel schon zu wenig wären, sodass ich einfach dann reduziere. Das habe ich dann für mich herausgefunden, dass ich sage, okay, ich gucke einfach, wie viel ich essen kann. Ja, habe es dann praktisch Woche für Woche immer reduziert, sodass ich dann praktisch später dann irgendwann mal bei 1000 oder 800 Kalorien gewesen bin, am Ende meiner Diätphase, sag ich mal so. Das war, glaube ich, dann schon im dritten Monat, kann man sagen. Im zweiten Monat war das damals schon, Ende des zweiten Monats. Und das ist dann der Punkt, wo man einfach arbeitet. Man muss gucken, dass man einfach guckt, dass man wenig isst. Ja? Wenig essen heißt nicht, dass man gar nichts isst, sondern dass man wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, sag ich mal so. Ja? Ich habe es so gemacht, dass ich viel Gemüse gegessen habe, sodass ich eigentlich immer nicht das Problem hatte, dass ich gehungert habe, aber habe Kohlenhydrate weggelassen. Ja? Mhm. Zum Morgens hin, also Haferflocken zum Beispiel, habe ich gegessen. Und dann danach eigentlich nur noch Eiweiß und Gemüse. Und das ist dann eigentlich im Endeffekt so eine Art Low-Carb-Diät schon gewesen. Ja, so kann man das sagen. Okay. Ja. Also da habt ihr das gehört, also es ist keine Kartoffel, keine Suppen oder keine Reisdiät oder keine Salatdiät, sondern halt wirklich, man muss ins Kaloriendefizit reinkommen, damit der Körper einfach an seine Reserven rangehen muss und das Fett halt im Endeffekt ranziehen muss, damit man halt einfach die überflüssige Fettschicht verliert. Und im Endeffekt, wie lange hat das bei dir gedauert, beziehungsweise wann hast du ungefähr angefangen mit deiner Diät oder wann hast du den Entschluss gefasst, das jetzt anzugehen und wie lange hat es gedauert, dass du jetzt so aussiehst? Ja, den Entschluss habe ich gefunden und zwar war das schon im August 2015, habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt anfangen zu reduzieren. Ja. Habe aber dann dafür noch
knapp Monate gebraucht, bis ich angefangen habe zu trainieren. Ich habe dann gesagt, ich fange jetzt an mit der Diät, ja, habe dann ein paar Sachen schon gekauft, sag ich mal so, und mich auch wieder angemeldet im Fitnessstudio. Habe dann erstmal, war, wie gesagt, 4 Wochen lang erstmal nichts gemacht, ja, einfach weil ich mich dann schon auf physisch ein bisschen vorbereiten wollte, weil ich sagte, okay, wenn ich anfange, dann mache ich es richtig und nicht jetzt fange ich an und höre dann wieder nach 2 Wochen wieder auf. Ja. Ich habe dann am 13. September 2015 wirklich angefangen, die Kalorien runterzufahren. Das heißt, ich habe erstmal mit 3000 Kalorien angefangen, sodass ich langsam mich da wieder dran gewöhne. Bin dann immer jede Woche runtergegangen, dann waren das 3900, 2900, 2008 und so weiter. Und das hatte ich jede Woche über 100 Kalorien weniger, ja, zu den Mahlzeiten. Bis ich dann im Endeffekt dann die Kohlenhydrate dann irgendwann nach 2 Wochen ganz weggelassen habe, glaube ich, also ungefähr war das, und habe dann trainiert bis Ende November und auch die Diät geführt bis Ende November. Und dann war ich dann schon bei knapp, jetzt würde ich sagen, 85 Kilo. Ja, das heißt, ich war damals von 100 Kilo runter auf 85 gekommen und habe dann wieder angefangen, wieder aufzubauen. Okay, also schon wirklich krass viel Fett abgenommen und ihr seht es, ihr werdet es auch sehen bei dem Video, was der Giovanni gemacht hat. Also wirklich krass viel abgenommen und auch einfach von der Körperform richtig, ja, richtig massiv geworden. Was würdest du sagen jetzt nochmal so zum Abschluss, wie du das Training angegangen bist? Also woher hast du dir im Endeffekt auch das, vielleicht das Wissen am Anfang angeeignet, aber wie bist du an die ganze Sache rangegangen und wie hast du im Endeffekt trainiert? Also jetzt auch speziell erstmal in was für einem Wiederholungsbereich, oder hast du zum Beispiel ein 5x5-System am Anfang gemacht oder so? Ja, ich habe erstmal die Grundkenntnis habe ich daher, weil ich habe ja schon mal in den 2000er, 2001, 2002 habe ich damals schon trainiert, auch schon damals sehr gut. Und habe dann trainiert bis 2007, kann man sagen, dann eine Pause gemacht. Und dadurch habe ich damals schon von dem Zeitraum schon gewisse Vorerfahrungen von Diäten, Wasseraufbau und diese ganzen Sachen. Natürlich habe ich in den letzten Jahren natürlich auch vieles dazugelernt. Ja. Und ja, ich habe in den ersten 3 Monaten, wo ich Diät gemacht habe, nicht auf Masse oder auf Aufbau trainiert, sondern eigentlich eher war der Schwerpunkt wirklich nur abzunehmen. Das heißt, mein Trainingsplan sah so aus, dass ich auch dann in den Workout, ja, in meinem Fitnesstraining auch der Schwerpunkt lag auf Ausdauer, das heißt, die Wiederholungszahlen lagen dann sehr hoch, das heißt, die waren 25, 20, 15 ungefähr in dem Bereich, ja, inklusive auch Cardio dazu habe ich gemacht und das war dann eigentlich wirklich in diesem Programm, der Schwerpunkt ist auch über das Training noch, ja, zwar die Muskulatur, ja, wieder aufbauen kann ein bisschen, ja, eigentlich in gewisser Weise kräftigen kann, ja, und darüber hinaus aber auch nochmal neben den, nach dem Cardio auch nochmal natürlich abnehmen kann im Training. Deswegen auch die hohen Wiederholungszahlen, kurze Pausen, also die waren 45 Sekunden ungefähr eine Pause und dann habe ich wieder trainiert und dann lagen sie auch dann bei, damals noch bei drei Sätzen pro Muskelgruppe und dann auch in einem Split von einem Dreier-Split, also nicht so groß gemacht, also wirklich nicht auf Muskelaufbau, sondern eher darum, Ganzkörpertraining zu machen. Ja, ich habe ein Dreier-Split gemacht mit dann teilweise 2 bis 3 Muskelgruppen. Später, ab Dezember, habe ich dann Aufbau gemacht und da habe ich das natürlich auch dann bei der Schwerpunkt auf Muskelaufbau. Das heißt, da ging es dann wirklich darum, dass ich dachte, ich mache ein Vierer-Split erstmal mit 2 Muskelgruppen, eine große, eine kleine, beispielsweise Brust und Trizeps, ja, oder Brust und Bizeps. Das ist, je nachdem, wie das Split aussieht in der Woche, muss es jeder für sich selbst entscheiden, wie das macht. Und dann auch wirklich 4 Sätze mit schwerem Gewicht, also wirklich so schwer wie es geht und wenn du wirklich auch hast, auch mit einem Spotter, also einem Trainingspartner, der dir auch wirklich dabei hilft, sodass du wirklich an, in jedem Training bis an die Grenzen gehst. Ja, weil ich habe es auch gemerkt, wenn du keinen Trainingspartner hast, geht es auch, ja, ist aber einfach sehr schwer, weil du einfach keine Möglichkeit hast, der dir hilft. Ja, da musst du immer fragen im Studio, wenn welche da sind, die dir helfen können. Und dann ist auch die Gefahr dabei, dass du Leute dabei hast, die dann eben nicht unbedingt wissen, wie man dir helfen kann. Das ist dann eher schon der Punkt ist, dass es schon wieder gefährlich wird. Ja, ja. In dem Bereich habe ich das so gemacht. Ich habe dann danach nochmal, wie gesagt, den Trainingsplan verändert, weil ich habe ja nochmal eine Diät gemacht, um das einfach nochmal alles abzurunden, weil ich habe ja da in dem Video
zu dem Zeitpunkt sah ich ja schon okay aus, sag ich mal so, hab's aber dann nochmal im Sommer nochmal verbessert. Also, ja, also wirklich jetzt mal bis von dem Anfang bis zum Ende für euch ganz wichtig, dass ich sehe ganz viele Leute, die halt ins Fitnessstudio gehen und direkt mit 5 Wiederholungen, mit 10 Wiederholungen anfangen, mit richtig krassem Gewicht, was sie an sich noch gar nicht bewältigen können. Und da könnt ihr euch auch ein Beispiel an Giovanni nehmen, dass einfach ihr am Anfang in eine höhere Wiederholungszahl geht, was auch im Endeffekt viel Kalorien verbrennt, weil ihr einfach eine lange Bewegungsdauer habt. Und dann halt auch auf jeden Fall die Verletzungsgefahr einfach zu reduzieren, weil wenn ihr direkt von Anfang an als Anfänger einfach mit krassen Gewichten startet, dann ist die Verletzungsgefahr echt hoch. Und so mit dieser Ausdauermethode, also 15 bis 20 Wiederholungen, kriegt ihr wirklich den Muskel an sich noch gut trainiert und ihr verbrennt viel Kalorien, aber habt im Endeffekt nicht so viel Gewicht, dass ihr euch irgendwie jetzt in sämtlichen Bereichen verletzen könnt. Und das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und das war jetzt erstmal so ganz kurz zum Giovanni. Und ich finde, ein richtig cooler und sympathischer Typ, der hat mich einfach im Fitnessstudio so angesprochen, als wir gerade beide im Studio die Fortbildung für den Personal Trainer gemacht haben. Ich verlinke auf jeden Fall den Channel unten bei ihm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace. Ciao. Ciao.